Hallo ihr Lieben, heute habe ich einen Schokostreuselkuchen mit Puddingfüllung. Der ist sowas von lecker, so richtig cremig und mal was anderes auch. Es geht jetzt los mit den Zutaten und der Zubereitung. Die Mengenangaben findet ihr natürlich wie immer unten in der Infobox. Für den Teig brauchen wir Mehl, Butter, kalte Butter, Zucker, Backkakao, ein Ei, Backpulver und das war's. So, jetzt kommen erstmal die trockenen Zutaten, also Mehl, Zucker, Backpulver, ihr könnt übrigens auch Vanillezucker reingeben und Backkakao in eine Schüssel und werden schon mal so grob miteinander vermengt. Dann kommen Butter und das Ei hinzu und alles wird entweder mit einer Küchenmaschine oder per Hand so lange geknetet, bis der Teig zusammenkommt, also schon einigermaßen gut zusammenkommt, wie jetzt hier gleich zu sehen. So, es wird nach einer Zeit ein bisschen schwierig, den Teig in der Schüssel weiter zu kneten, deswegen kommt er einfach raus auf die Arbeitsplatte und wird so lange geknetet, bis ein kompakter Teig entsteht. Der darf nicht mehr bröseln. Und jetzt wird der Teig aufgeteilt. Und zwar in drei Teile, aber nicht drei gleich große Teile, sondern einen etwas kleineren, einen etwas größeren und einen mittleren. Also ich kann euch da keine Grammangaben machen. Naja, aus dem kleinsten Teil werden dann zwei Stränge geformt. Hier habe ich eine Backform, eine Springform mit den Maßen von 24 cm. Die habe ich mir mit Backpapier eingekleidet und dann wird der Teig da hineingedrückt. Und zwar ist es der größte Teil, also die größte Kugel. Einfach mit den Händen bis zu den Rändern hin festdrücken. So, und die zwei Stränge, die wir geformt haben, die kommen so ringsherum und werden an den Rand der Springform gedrückt und so ein bisschen hochgezogen. Bis wir die Füllung zubereiten, kommt die Form dann in den Kühlschrank. Für die Füllung brauchen wir Schmand. Hier habe ich Zucker, wir brauchen Vanillepuddingpulver, Milch und ein Ei. Die Zubereitung ist ganz easy. Jetzt kommt der Schmand. Ihr könnt übrigens auch Mascarpone nehmen. Schmeckt auch sehr gut. Also Mascarpone oder Schmand, das Ei und der Zucker kommen in eine Schüssel und werden glatt gerührt. Danach wird das Vanillepuddingpulver hinzugefügt und dazu gerührt. Und zum Schluss kommt die Milch hinzu, aber so nach und nach, wenn ihr jetzt alles reingibt, dann könnten ebenfalls Klumpen entstehen. Deswegen lieber nach und nach. Die Füllung kommt dann ebenfalls in die Springform und dann kommt der Kuchen erstmal bei 180 Grad Ober- und Unterhitze in den vorgeheizten Backofen für erstmal 30 Minuten. Danach kommt der Kuchen raus und wir haben ja noch ein bisschen vom Teig übrig. Daraus machen wir uns jetzt Streusel und verteilen diese darüber, vorsichtig darüber, nicht irgendwie reindrücken oder so, denn die Masse ist noch flüssig. Jetzt wird der Kuchen für weitere 20 bis 25 Minuten gebacken. Man könnte meinen, es ist ein russischer Zupfkuchen, ist es aber nicht, geschmacklich auch nicht ganz anders. Also, dass ihr da Bescheid wisst, sind zwei unterschiedliche Sachen hier nochmal. Ich habe ihn euch hier noch angeschnitten, der ist super lecker, sehr cremig. Probiert das Rezept unbedingt mal aus. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbacken und hoffentlich bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!